Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Ja, Spiel ist gerade bei mir in den Hintergrund gegangen und ich musste schneiden. Ja. Muss ich mir überlegen, ob ich eine neue Folge daraus mache oder ja, mal gucken. Wieso ist der Cache wieder fast voll? Das kann doch nicht normal sein. Hyperweizen haben wir, Alter. Ja, ja, ich sag dir, das war Hyperweizen da, irgendwie habe ich das Gefühl. Den Bug oder so, eine Runde gefahren schon wieder voll. Den hast du auch vor 2 Minuten erst geleert. Heftig, Alter. Krasse Nummer. So, kann ich jetzt bitte endlich mal weiter. Hast du den Fett-Mähdrescher schon weggepackt oder steht der noch hin? Weißt du? Nee, ich packe hier gar nichts weg. Ich bin hier am Ladebaren. Action. Ja, merkt man. Muss ich ja alles machen, der Leute. Bisschen Aufteilung wäre schon ganz praktisch, weil ich bin auch im Ladewagen, ne? Ich muss ja. Also, ist ja nicht so, als wenn ich hier nur rumsitze oder so. Also. Deswegen wäre es ganz praktisch, wenn du mir da irgendwie auch mal was machst, wenn du siehst, dass was passiert. Ich habe schon 3-mal Mähdrescher ausgeladen. Ja. Also jetzt meckern wir hier nicht rum. Ja, ja, ja. Aber du kannst den Pferd ruhig mal wegfahren da. Nein. Der stört doch nur. Dann fahrt ruhig noch weg. Nee, dann lass ich den da stehen. Sag dir ganz ehrlich aus Prinzip. Ja, das macht ganz ehrlich. Ja, mich stört er ja nicht. Nö, nee, mich stört er dann auch nicht. Der hier nicht bei Hotspot. Oh, Alter, ist hätte. Und auch nicht im Ponyhof. Ja. Huch. Ein bisschen daneben gekippt. So. Okay, hier hat er einmal Halt gemacht. Dicken Haufen immer mitten aufs Feld, da weiß man, da hat er Halt gemacht. Oh, ich liebe dieses Lied. Da hat sich der Spieler drin. Was? Kannst mal lauter reden, du Nuschelhans? Das passt relativ gut mit dem Großen hier, der, ich glaube, der hat eine breitere Arbeitsfläche, kann es sein, ein bisschen, als dein kleiner. Kann sein. Weil den dicken Haufen kriege ich teilweise fast immer weg. Die dicken Huben. Ja. Noch mal mit. Okay, ich bin voll. Aber man merkt schon, wie heißt das hier, so einen normalen Benzinverbrauch, finde ich mir aber schon relativ. Das ist schon deutlich höher geworden, sag ich ganz ehrlich. Naja. Ne, aber man merkt es auf jeden Fall. Ja. Setzt sich die Welt, klar, aber man merkt es.
Alter, ernsthaft 17 Liter fehlen mir? Warum hat er das denn nicht aufgenommen? So, ey, weil er dich nicht mag. Ach, der ist heftige Nummer, Alter. Was der was gemacht hat. Alter, wird das neblig? Neblig ja, Moment, ja. Oder? Ja, neblig, ja. Alter, wir müssen mal einen Mod rausfinden, wie die ganzen, wie heißt das hier, Trecker auf 200 km/h hochfällt, fertig. Wenn das mal ein bisschen ruckzuck hier geht. Hättest du an den Ladewagen den Anhänger, den LKW dranhängen können? Fällt ja auch nicht 200. Ja. Ich bin schon wieder voll. Ich komme auch dran. Ich muss aber noch den weiten Weg hierher fahren, deswegen. Du bist echt ganz schön platt da. Dafür habe ich den Client. Ja. Ja. Das ist mir schon klar, aber was hat das jetzt mit dem Ladewagen zu tun? So. So, aber. Okay, ist der, oder? Ja. Alter, guck mal, oh, Scheiße. Hm? Heftig. So ordentlich was hier. Ja. Dazu brauchen wir den Scheiß, Alter. Das machen wir auch erstmal 3 Monate lang sicher. Können wir alles Ballen draus machen. Der Vorteil ist, dann sind die Ballen halt hier alle versammelt. Das wären schon 2-3 Stück, sag ich mal, Alter. Ich denk, also 4 könnten es werden, oder? Was meinst du? Ich würde sagen, 5. 5, Alter. Das ist mutig, die Aussage. Das glaube ich nämlich nicht, sag dir ganz ehrlich. 5? Nee, da bezweifle ich, sag dir ganz ehrlich. Ja, mit deinen zusammen dann noch? Hm? Stimmt, ich hab eigentlich berechnet. Und denk dran, dass hier auf dem Feld noch ordentlich was ist. Ja, dann könnte es vielleicht doch noch 5,5 werden. Vielleicht sogar 6. Aber das steht in den Sternen, sag ich dir ganz ehrlich. Also das glaube ich wirklich nicht. Nervig ist immer, wenn er abbricht. Das macht er nämlich auch ganz gerne mal. Den Vorgang. Habe ich auch schon gehabt. Entladevorgang? Ist ja nicht schlimm, wenn er aufhört, kurz, aber wenn er dann abbricht, also das Ding zumacht, das ist kacke. Ah ja, macht er ja bei mir ständig. Echt? Bei mir nicht. Ja, weil ich, wenn er eine bestimmte Zeit nichts mehr ablädt, dann bricht er ab. Achso, ja, dann musst du auf 3 km/h machen. Ja, nee, ich lasse auf 1 und mache immer. Dann werden die Haufen auch immer maximal groß. Ja, okay. Meiner ist also die sind schon okay. Bei 3 km/h, ich glaube 2 habe ich gerade. Ja, 2 habe ich jetzt nicht gerade. Das ist optimal, weil wie gesagt, bei 1 tut er die ganze Zeit einfach, ich brauche kein Mensch. Heftig ist aber in der Gruppe da die ganzen Typen, die sich, wie heißt das hier, verschiedene Maps anfangen. Also einer hat irgendwie 5 verschiedene Maps angefangen. Mhm. Alter, ich sag das nicht, da habe ich auch gar keine Zeit für. 5 Maps, ey? Oh, jetzt ist der schon wieder voll, hör doch auf, was da jetzt. Weißt du was, 5 Maps, ey? Bist du da wieder so auf den Stand von jetzt bist? Naja. Musst du cheaten. Weil, und da verdeckt man sich halt immer den Spielspaß. Ja, irgendwie, das ist halt echt schon ganz schön. Ja. Ab. Nur 1,5 rein noch, dann ist der Case fertig. Ja, okay. So, ja, müssen auch gleich Feier machen, so gut kommt auch bald. Echt F für doof, Alter. Weißt du, das ist jetzt relativ anständiges Wetter, aber weißt du, ich bin krank, Alter. Mhm. Echt F. Das hätte mir jetzt schön zum Druck fahren können, irgendwie heute. Echt hart, wieder ein Gutscheinewert für 200 Euro, echt krass. Oh, ich hätte mir gesagt, jetzt.
Alter, du bist doch damals mit Limit, nicht Limit, sondern, wie hieß du, Desert Race gefahren, ne? Die von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden, ne? Und Heidepark, ne? Ja, die bist doch mitgefahren, ich dabei, ne? Ja, das war übrigens die erste richtige Achterbahn, die ich jemals gefahren bin. Ja, die bist du mitgefahren, Alter. Das war der Hammer. Ich habe keine Angst vor... das erste Mal, dass ich mit der gefahren bin. Ja, ich habe zwar keine Angst vor Geschwindigkeiten, aber ich habe halt extreme Höhenangst. Das ist halt bei mir ganz blöd. Außerdem sind wir so fett gepasst bei der Kolossus gar nicht mehr rein, ey. Ja gut, da würde ich mich aber auch generell nicht reintrauen. Ja, wo da ist drin gewesen, ey. Die hat auch Höhenangst. Boah. War nicht so extrem wie du. Aber sie ist auch da rein. Alter, das war echt heftig. Mit ich glaube, Schatz, mach die Augen auf, mach die Augen auf. Ich glaube, da wäre bei mir nicht, nicht die Höhenangst das Problem, sondern die Tatsache, dass es ja eine Holzachterbahn ist. Ach Quatsch. Und da denke ich halt immer, oh, das Ding hält doch nicht so viel aus. Ist auch aus Holz. Unfassbar, wie heißt das hier stabil? Ja, ich weiß. Ist natürlich ein Quatsch, was ich da immer denke, aber sowas denkt man halt immer. Das ist auch halt das Problem bei meiner Höhenangst. Ich denke immer, ich denke halt immer zwangsläufig da, also ja, zwanghaft daran, was passiert, wenn ich runterfall. Und ich kann das nicht abstellen. Deswegen habe ich halt so eine extreme Höhenangst. Das macht auch die Angst aus. Wie bitte? Das macht ja die Angst auch aus, deswegen. Ja. Ist Angst. Ja, es gibt halt verschiedene, Angsttypen, sag ich mal. So, Maga. Ich mach, wie heißt das hier, den... Nein, mach ich nicht. Den Messay fahr ich weg. Und du fährst den Fett weg. Alter, muss da... Alter, schon wieder 1800. Alter, ich bin hier am Arbeiten. Ich auch. Alter, glaubst du, ich sitze hier rum und guck zu, wie du arbeitest, oder? Maga, die bist ja trotzdem weg, weil sie stören irgendwann, oder? Ja, dann pack die weg. Pass mal, wie hohl du bist, denn. Du bist näher dran. Wahnsinn, ey. Ich bin näher dran an dem Fett genommen. Ich stehe hier hinten bei Feld 12, weißt du, weiter in Feld liefern. Wo ist der LKW? Na gut, den sind das ausgewirkt, geladen werden müssen. Oh, das war mal gut. Na, ich lasse den Fett dann, sag ganz ehrlich, weißt du, ich kann nicht. Wir am Hin- und Herfahren wie ein Elefant, weißt du, und du sitzt die ganze Zeit in deinem scheiß Ladewagen drin. Die ganze Zeit? Ich kümmere mich hier um den scheiß Case die ganze Zeit. Ja. Oh, was zur... Hä? Au, läuft, sollte auch senken. So, das machen wir auf gar keinen Fall nochmal, diesen scheiß Stroh-SS, wenn wir es wieder brauchen, Alter, weil das ist so nervig hier, ey. Ach, Quatsch. Nee, also ich mach's nicht nochmal, wenn wir es so. Erst wenn wir es brauchen. Wir haben so viel scheiß Stroh jetzt, ey, also, wenn das alle ist, dann mach ich's wieder, aber sonst nicht. Wenn er dann die ganze Zeit denkt, dass er nur scheiß überall im Ladewagen sitzen muss, nee, Alter, das brauche ich nicht nochmal. Das irgendwann anders machen. Und hoffentlich schaffen. Alter, jetzt wird's aber niedlich. Ach, ist das jetzt der Case? Ja, ne? Ja, der Case ist gerade fertig geworden. Sauber. Fährst du mal weg? Ja, klar. Eine Reihe sind immer so etwas von 10.000 hier auf Feld 12. Merkt sich gerade. Wie viel Reis hast du noch mit ungefähr vor dir? Kannst du das essen? Vielleicht die. Vielleicht habe ich gerade mal die Hälfte fertig. Ja, dann muss ich den Pad gleich wegfahren, weil ich werde ja dahin fahren, da gibt es auch noch Störungen. Aber ich stelle ihn so einen Zentimeter weiter vorne, damit er mich nicht stört. Na komm. Okay, fertig. 12 kann besagt werden. Ach nee, oh, haben wir überhaupt noch genug Trucks? Hier Trecker, ja, ne? Bestimmt. Weil. Werden wir noch entfernt. Stimmt, weil jetzt kann hier angesät werden. Aber wir haben halt der Messer ist unterwegs, der Waldra. Waldra hast du, ne? Ne, du bist im Lamborghini. Ja, genau. Dann mach ich das mal schnell. Ach, wir haben ja hier auch noch Ballen liegen. Ach, der JCB ist ja. Oh, der JCB ist natürlich genau da, wo er nicht kennt. So. Dann fahr ich mit dem da mal schnell. Oh,
Weil der JCB ist ja nicht für dein Feld sozusagen, wo du jetzt bist, ist der gerade da. Mhm. Oh, Alter. Das war ein Rutschab, wie die Pizze, Alter. Als wenn ich einen dreieckigen Greif gerade gehabt hätte. Heftig. Ah. Ich weiß aber nicht, was die ganzen Spinner mit ihren Fan haben, weißt du das eigentlich, ey? Also irgendwie. Die, sind dann, die haben scheinbar eine gute Übersetzung irgendwie. Ich finde die echt extrem stark. Weiß nicht. Und die sehen gut aus. Ob ich mir den Lamborghini hole oder den Fan öffne, das macht gar keinen Unterschied. Absolut nicht. Aber hier muss ich auch bald nachdenken. Ich finde die Fan super. Sie sehen so aus. Das ist wie, wenn du unbedingt VW kaufen willst, aber wenn du ein Auto haben willst, dir ein VW holst, aber wie ist das gleiche mit, ich sag mal, Hyundai machen kannst, weil die sind genauso gut heute. Genau das gleiche, alles gleich drin, aber bezahlt ohne Ende weniger. Was war mein Ansatz? Ja, schlag was vor. Raps, das wollten wir doch, denn wie heißt das hier? Ach nee, für die Schweine machen wir ja noch. Was willst du denn? Schade, das gibt, da gibt's keine Strohablage. Ja, Strohablage machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir keine 8 Millionen Liter Stroh, Alter. Für. Oh. Okay, dann macht jetzt die Silberboote fertig. Und dran da. Wir hätten ja auch mal Sonnenblumen machen können oder so. Hm. Ja, dafür haben wir nur eine Seemaschine. Ja, stimmt. So, dann wieder rein in den Essay. Ne, weißt du was? Jetzt machen wir mal Feier, weil jeder. Oder ne, ich fahre den kurz dahin. Und dann machen wir Feier, weil jeder im Moment kein Rubiko bekommt. Ja. Der scheint richtig müde zu sein. Sonst wäre er schon einfach da. Und jetzt, zack, steht er hinter dir. Gut, gut. So. Alter, der Display ist ja die ganze Zeit an. Der Display ist die ganze Zeit an. Also für vom MP3-Player. Okay. Weil ich den halt angestöpselt habe. Ja, ja. Ja, der ist nicht auf, ne? Ja, aber das ist ja blöd. Ja, warum? Hast du jetzt ja, weil der Angst, dass er dich angreift? Nein, aber der Display ist halt die ganze Zeit an und ist doch nicht gut für ein Display. Ja, also Ramonas ist auch, wie heißt das, an, wenn er lädt und der läuft. Der ja. Hat jetzt schon ein Jahr. Ja, ja. Dann sag ich mal tschüss, wa, oder? Jo, tschüss. Tschüss.